Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blaze Black im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal haben wir ein Voltorbile gefangen und es zu Elektrobile weiterentwickelt. Was hat das jetzt gebracht? Ich habe keine Ahnung. Ghost Game? Okay. Repel ist off. Das will ich aber nicht. Ich will, dass der Repel weiterhält. Denn ich habe keinen Bock auf irgendwelche Pokémon, die mich jetzt überraschen. Super Repel! Let's do this. Ein Doppelkampf, das ist natürlich übel. Was muck wieder? Hier haben wir ein schnelles Pokémon. Es hat auch keins meiner Pokémon Erdbeben, ne? Das ist auch doof. Ach, wir gehen einfach mit den beiden rein. Wird schon schief gehen. Nugget Brothers. Ich habe eine Nugget erhalten. Okay. Wow, zwei Nuggets. Dein Ernst? Die Dinger wackeln, wenn man drunter läuft. Wie cool. Ich habe den Sinn davon noch nicht ganz verstanden. Irgendwie. Vielleicht fragen wir unser Voltorbile. Da muss ich das irgendwie miteinander verbinden, die beiden. Mach mal, geht nicht. Runter, runter. Geh mal runter. Du sollst runtergehen. Geht auch nicht. Die Dinger schweben hier überall rum. Niemand weiß warum. Nö, bewegt sich überhaupt nicht. Wo ist mein Itemradar? Aha. Oh, HP Plus. Nice. Braucht man aber nicht. Da drüben wäre noch ein Item gewesen, aber ich will das gerade nicht haben. Ist noch was? Paralyse heilen. Yay! Super. Repel is off. Ich will nicht, dass der Repel aufhört. Mach weiter. Bitte tu es für mich. Bleib aktiviert. Oh yeah. Ich stehe drauf. Item. Ich mag Items. Habe ich das schon mal gesagt? Oh, ein Beleber. Toll. Den darf ich auch verwenden. Machen wir hier das Ding nach oben. Kling. Und dich machen wir auch mal nach oben. Wer weiß, wofür das nochmal gut ist. Na, auf jeden Fall nicht dafür, dass ich da noch durchkomme, denn ich habe mir den Weg gerade selber verkackt. Ta-ta-ta-ting. Oh, wer bist du denn? Hä, warum hat er mich nicht rausgefahren, als ich vor ihm stand? Oder vor ihm gelaufen bin? Komisch. Du bist ja hässlich. Elektroball! Bist du ein Pflanzen-Pokémon? Weiß ein Elektroball, los! Elektroball! Oh, voll der Freak. Confuse-Ray, das gefällt mir schon mal gar nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Ist das ein Typ Wasser? Nein, dann wäre mein Elektroball effektiv, sehr effektiv gewesen. Toll! Fuck. Oh fuck. Ein Psycho. Alles klar. I know. Maggie, come on. Ha, jetzt hat sie dir nichts gebracht. War hier. Full play. In dein Gesicht, du Bastard. Hä? Wieso war das nicht sehr effektiv? Das ist doch ein Psycho-Pokémon, oder nicht? Was willst du denn? Crunch. Warum verprügeln sich meine Pokémon eigentlich alle selbst? Die sind also blöd. Oh nein. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Crunch. Jawohl, geht doch. Und weg. Und zisch und klack und weg. Wayne ist besiegt. Wayne interessiert's. Oh, der hat meine Pokémon geheilt. Cool, dankeschön. Ah, der heilt sogar meine Pokémon öfter, wenn ich das möchte. Dankeschön, das ist cool. Oh, ein Pokémon. Ach, so ein Drillbohr. Drecksvieh. Ich hau lieber ab. Nichts wie weg hier. Da ging halt mein Voltorbile. Keine Chance. Timerball, toll. So, Team Penner Arsch.
Dingsbumsens. Jetzt mache ich euch fertig. Immer und immer wieder Team Plasma. Schauen wir mal. Ja, super. Toll. Benutzt auch noch ein Boden-Pokémon. Das ist doch schön. Sandra, komm mal raus. Oh mein Gott. Crunch. Autsch. Defense fällt, das ist schlecht. Hydropumpe. Yeah, ich bin als erstes dran. Cool. Oh, hat das wehgetan? Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Scrafty? Wer ist denn Scrafty? What? Nein! Ich habe das falsche Pokémon gewählt. Ich wollte eigentlich Elektroball! Was bist du denn für ein hässliches Vieh? Ich habe keine Ahnung. It's not very effective. Scary face. Nicht sehr effektiv. Cut. Okay. Mal fly, 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 high. Phew. Und weg. Batz. Oh, das war super effektiv. Das ist cool. Dankeschön. Level 44 für Pauli. Watchdog. Watchdog. Mein Gott, was ist denn Watchdog? Egal. Oh, du Drecksvieh. An dich erinnere ich mich noch. Elektroball. Ein normales Pokémon ist das. Glaube ich. Hyperzahn, toll. Deine Mutter ist ein Hyperzahn, du Pisser. Oh oh, Horrorblick, das ist nicht gut. Nicht gut. White Charge, los! Piu, peng peng. Sauber, das hat sogar gereicht. Boah, Erfahrungspunkte bis zum Umfallen. 124 Speed, Spezialangriff 69, Attacke 57. Sehr gut, das war's schon. Ich gebe jetzt ein, das Item Lucky Egg, damit die alle schneller aufsteigen, weil, ne, ihr wisst schon und so. Jo, Soft Sand weg. Lucky Egg Gift. Ja, ist egal. Lucky Egg ist wesentlich besser. Hauptsache schneller Level-Ups haben und schneller stärker werden. Quick Claw, weg damit. Gift. Polly, nimm mein Lucky Egg in die Hand. Yeah, das könnte man jetzt auch falsch verstehen. So, okay. Jetzt muss ich nochmal eben schnell heilen. Wir haben ja genug. So, einmal geheilt und weiter geht's. Let's do this. Nächster Trainer, bitte. Was geht ab? Ich habe eben das Gefühl, dass der Leiter von Team Plasma ein ganz schönes Arschloch sein wird. Oh, ein Elektro-Pokémon. Es sieht aus wie ein Aal. Dann bist du auch ein Wasser-Pokémon, oder nicht? Elektroball! Genki-Dama! Peng! Not very effective, aber trotzdem sau viel Damage gemacht. Oh, scheiße. Fick dich doch. Bind! Deine Mutter ist auch ein Bind. Fick dich. Stirb! Bats! Hä? Warum macht das jetzt so... Ach, weil meine Geschwindigkeit gesunken ist. Fuck! Stimmt ja. Machen wir es anders. Wo haben wir sie? Para hier. Ja, sehr schön. Und jetzt kann ich ihn nämlich mit meinem Elektroball platt machen. Feuer! Kabum! Nein! Fuck! Fuck! Jetzt stirb er nicht, du Dreckswurm, ey. Meine Güte. Was kommt jetzt? Banette. Keine halben Sachen, das ist ein Geist-Pokémon. Da setzen wir direkt Maggie ein, denn Maggie ist geil und hat den Crunch. Und Crunch ist sehr effektiv gegen Geist-Pokémon. Pac-Man. So, friss mein Crunch. Kauen wir mal den Geist auf. Njom, 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 njom.
Schmeckt ein wenig nach Gas. Total witzig. Crawdowned. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Ach mein Gott, genau. Was habe ich denn dagegen? Rexurak. Was anderes fällt mir gerade gar nicht an. Scheiße, nein, das ist Typ Unlicht. Nein! Super effektiv, okay, das ist sogar ganz schlecht. Energy Ball, töte es, komm schon. Töte es, töte es. Jawoll, cool. Rexurak, Mann. Level 42 für Maggie, coole Sache. Yay, und ich muss mal ganz kurz pausieren, Leute. Das war aber allerhöchste Eisenbahn, Leute. Ich musste so dringend strullern. Ich könnte jetzt auch noch erzählen, dass ich da sekundenlang auf der Toilette war, um mir erstmal... Ja, egal. Vergessen wir das. Puh, es fühlt sich gut an. Ah, ein Pokémon. Toll, wieder so ein Dick-Ding. Zum Thema Dick, das ist ein Dicklet. Cool. Eins der schnellsten Pokémon im ganzen Pokémon-Spiel. Wenn nicht sogar das schnellste. Oh nein, da habe ich keine Lust zu. Geh weg. Mal wieder ein neues Repel. Wo haben wir es denn? Weg. Repel? Da. Nein, geh weg. Ich soll vielleicht mal Items verkaufen gehen wieder oder sowas. Habe ich auch noch Amulett. Oh je, so viele Team Plasma Spacken. Ob wir da nochmal durchkommen, ich habe keine Ahnung. Dingelinglinglingling. Das ist ein Käfer-Pokémon, ne? Käferstahl. Es wird mir auf jeden Fall nicht viel Damage machen. Das ist klar. Elektroball! Wow. Das war ein sicherer One-Hit. Heftig. Scraggy, bleiben wir mal drin. Elektroball? Ich verlasse mich einfach auf Elektroball. Bam! Crunch, wie süß. Nochmal Elektroball und das war's dann. Und tschüss. Voll die geile Attacke für King. Elektroball. Kaktur, ne? Noctuska, Unlichtpflanze, nice, shit, Swift. Pew! Dark Pulse. Oh, Volt Switch. Volt Switch! Bam! Oh, das war sogar ziemlich... Ach, so ein Critical Hit. Komm zurück, King. Babe muss das erledigen, denn das Vieh ist Typ Pflanze und Typ Unlicht. Spikes, wie süß. Das kommt zu spät. Flame Touch. Oh Mann, wir hätten auch einen Noctuska haben können. Voll gemein. Mit jener. Ach, nein. Süß. Toll, ich habe keinen... Egal, ich hab's ja gelöscht, selber selber weggemacht, egal. Auch das reicht aus. Ich bin echt beeindruckt, dass unser Starter immer noch lebt. Das ist das erste Mal, dass mein Starter in einer Challenge so lange überlebt. Ja, tatsächlich, obwohl im Pokémon Heart Gold ist das ja sogar bis zum Ende hat das durchgehalten, mein Starter. Das muss dieser erstmal nachmachen. Ich glaube, über die Jahre bin ich einfach viel vorsichtiger geworden. Ich glaube schon. So, der nächste bitte. Team Plasma Spacko Facko. Gabard. Was ist das denn? Ist das ein Boden? Pflanze? Das Vieh ist hässlich. Na, Volt Switch. Werden wir jetzt ja sehen, wie effektiv das ist. Okay, normal effektiv. Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen einsetzen soll. Aber es sieht nach Pflanzen-Pokémon aus, oder nicht? Oder Gift? Nehmen wir Rexurak, komm. Mit Rexurak machen wir nichts falsch. Es ist ein Gift-Pokémon, super. Und ich bin vergiftet, toll.
Na, 7 KP ist ja nicht so viel. Und Psychokinese sollte das Vieh auslöschen eigentlich. Jawohl, hat funktioniert. Oh je, Mine. Weezing, bleiben wir drin. Denn Weezing ist ein Gift-Pac-Man und Psychokinese sollte auch hier ausreichen. Wanted K.O. Bats. Level 44 für Rexorak. Nice. Tja, ich bin jetzt mal eben G-Foul. Ich werde mich jetzt mit Items heilen. Und zwar einem Gegengift. Habe ich den Antidote? Jo, haben wir. 6 Stück. Eisklor. Und der nächste. Yay. Nimmt das auch mal Ende hier. Nur mal diese Team Plasma-Leute. Arbok. Arbok. Elektroball mit seinem Elektroball. Er wirft seinen Ball in Arboks Gesicht. Hoho. Oh shit. Wild Charge. Komm schon, töte es. Oh fuck. Oh mein Gott. Oh, zum Glück. Ich dachte, jetzt kriege ich irgendwie so ein Damage noch extra. Level 42. Ich setze jetzt einfach mal Maggie ein. Oh mein Gott, ich habe schon das Ende gesehen. Wille Blume, das ist eine Pflanze, ne? Oh, und ich bleibe auch noch drin. Ich bin so blöd ab und zu. Ich sag sogar, das ist doch eine Pflanze, ne? Mm. Babe, come on. Aha. So, machen wir Flamethrower. Flammenwurf! Brenn in der Hölle. Giflor. Yay, Level 44 für Babe. Coole Sache. Honkrow, das ist... ich will jetzt nichts Falsches sagen. Setz mal Maggie ein. Ich glaube, das ist hier die Weiterentwicklung von Kramux, oder? Jawohl, das war sogar richtig. Crunch. Unlicht gegen Unlicht. Borschnabel, das ist natürlich krass. Retaliate. Das hat nicht so viel über Wing Attack. Aber Crunch, bringt das jetzt zu Ende. Bats. Sauber. Erledigt. Kulimuli. Münzamulett brauche ich überhaupt nicht, weil ich viel zu viel Kohle habe. Ohne Scheiße, das ist echt übel. Mumumilch, los. Blüpp. Und da einmal, danke. Sehr gut. Wo ist mein Itemradar? Da. Pling. Hier sind nochmal 2 Leute. Oh shit, ich bin schon wieder voll über der Zeit. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Fuck. Ich wollte nur 15 Minuten aufnehmen. Nein. Oh, ein Explode, ein Kravums. Kravums ist natürlich übel. Elektroball? Ich bin schneller als alles auf diesem Planeten. Was mache ich da jetzt? Voltswitch, komm. Peng! Das hat sogar getötet, oh mein Gott. Critical Hit in sein Gesicht. Sauber. So Leute, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, das heißt Let's Play Pac-Man Blaze Black im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Schaut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.